Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meine Emanzipation, Verweisung und Rechtfertigung von Louise Aston. Teil 1 Einleitung. Eine Frau, die ihre Privatangelegenheiten vor das Forum der Öffentlichkeit bringt, muss entweder grenzenlos eitel sein oder von der äußersten Notwendigkeit zu diesem Schritt gezwungen werden. Einer Notwendigkeit, gegen welche sich aus falschem Schamgefühl zu sträuben, ebenso feig als ehrlos wäre. In diesem letzten Fall befinde ich mich. Vielfache Verleumdungen in öffentlichen Blättern, die meinen Namen mit Bewegungen und Tendenzen in Verbindung brachten, die mir teils gänzlich fern liegen, teils nie in der brutalen Weise, die man mir Schuld gibt, von mir vertreten wurden, zuletzt die Maßregel der Polizei, die mich infolge jener öffentlichen Denunziationen aus Berlin verwies. Alles das berechtigt, ja zwingt mich, mit einer Rechtfertigung vor dem Publikum aufzutreten, um meine Ehre zu retten, und von der öffentlichen Meinung den Schutz zu erbitten, den die Gewalten des Staates dem schutzlosen Weibe hartnäckig versagten. Der Mann, der seine Ehre gekränkt glaubt, hat Mittel, sie zu rächen. Mittel, die zwar das Gesetz ächtet, die Meinung der Menschen aber anerkennt. Die Frau ist ratlos und hülflos, jeder Anfeindung ausgesetzt. Denn der ritterliche Schutz, den die rohe Zeit des Faustrechts den Frauen gewährte, musste dem Lichte der Aufklärung, dem Geiste der fortschreitenden Welt und dem sicheren Schutz des Gesetzes weichen. Kein Ritter bricht mehr für die Ehre seiner Dame eine Lanze, und nur in den Don Quixotiaden hoher und niederer Abenteurer feiert das Rittertum seine Unsterblichkeit. Wir Frauen aber, die wir das alte Recht verloren, verherrlicht zu werden in den süßesten Liedern und den blutigsten Kämpfen, am Minnehof und im Turnier zu herrschen über die ideale Welt, wie die Himmelskönigin über ihr Reich, wir verlangen jetzt von der neuen Zeit ein neues Recht, nach dem versunkenen Glauben des Mittelalters, Anteil an der Freiheit dieses Jahrhunderts, nach der zerrissenen Karte des Himmels einen Freiheitsbrief für die Erde. Unser höchstes Recht, unsere höchste Weihe ist das Recht der freien Persönlichkeit, worin all unsere Macht und all unser Glauben ruht. Das Recht, unser eigenstes Wesen ungestört zu entwickeln, von keinem äußeren Einfluss gehemmt, den inneren Mächten frei zu gehorchen, die Harmonie der Seele durchzubilden, mag sie auch in Missklang scheinen gegenüber dem herrschenden Glauben der Welt. Wer dies Recht der Persönlichkeit antastet, begeht einen brutalen Akt der Gewalt. Wer unser Fühlen und Glauben, das Resultat unserer Schicksale, unser höchstes Eigentum, aus dem Allerheiligsten unseres Herzens herausreißt, auf den Markt, auf die Gerichtsstube, vor den Pöbel, mag er auch die Waage der Gerechtigkeit in den Händen halten. Der versündigt sich gegen das wahre Heil unserer Seele. Der begeht einen Tempelraub, einen Gottesfrevel, von dem ihn die richtende Geschichte nimmer freisprechen kann. Dies Recht der freien Persönlichkeit ist in mir beleidigt. So stehe mir die einzige Schutzwehr der freien Rede zu. Meine Sache spricht für sich selbst, sie ist ihr eigener Advokat. Doch ist sie nicht bloß meine Sache. Ihr Interesse ist ein allgemeines. Denn wenn äußere Gewalt schon das Denken und Glauben des Weibes strafbar findet, wie steht es da mit der geistigen Freiheit der Männer? Darum übergebe ich diese Blätter dem Publikum. Als einen Beitrag zur Charakteristik der neuesten preußischen Gewissensfreiheit und zur Geschichte der Verweisungen. Die polizeilichen Maßregelungen der Männer haben durch ihre Alltäglichkeit den Reiz des Pikanten verloren. So muss es als ein glücklicher Einfall, als ein Witz des Schicksals erscheinen, durch die außergewöhnliche Ausweisung einer Frau eine interessante Variation zu dem abgeleierten Thema zu liefern. Denn da der Mensch aus Gemeinem gemacht und die Gewohnheit seiner Amme ist, so gewöhnt er sich auch an jede Art der Sklaverei und sucht sich letztlich in der Entwürdigung selbst heimisch zu fühlen.
da bedarf es des Ungewöhnlichen, um ihn aus seinem Schlummer emporzureißen, um ihm seine ganze Erniedrigung und Knechtschaft in ihrer ertötenden Wahrheit zu zeigen. O du schönes Griechenland mit deinen untergegangenen Göttern! Deine Altäre und Tempel sind zertrümmert, dein heiteres Leben ist versunken, und nur sein schwacher Nachglanz lebt in den Werken der Dichter und in der Sehnsucht edler Gemüter. Geblieben ist, was deine Geschichte geschändet, die finstre Gewalt, die sich zur Richterin aufwirft über freie Geister, die einen Sokrates den Giftbecher trinken lässt und einen Aspasia wegen Gotteslästerung vor die Schranken ruft. Die Geschlechter vergehen und die Völker und ihre Götter, aber der Wahn ist unsterblich. Köpenick, den 25. Juni 1846, Luise Aston. Ende von Teil 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meine Emanzipation, Verweisung und Rechtfertigung von Luise Aston. Teil 2: Die Verweisung. Ein vielbewegtes Leben lag hinter mir, als ich im August vorigen Jahres meinen Aufenthalt in Berlin nahm. In früher Jugend mit einem Mann verheiratet, der meinem Herzen fremd, ehe die Ahnung der Liebe in mir lebendig geworden. Im Besitz alles äußeren Glücks, in der Mitte der glänzendsten Verhältnisse, allein und unglücklich, lernte ich schon früh das moderne Leben in all seinen Konflikten und Widersprüchen kennen. Und bald auch den gewaltigsten Gegensatz, der das Herz einer Frau vernichten und einmal die soziale Weltordnung aus ihren Angeln zu heben droht. Den Gegensatz zwischen Liebe und Ehe, Neigung und Pflicht, Herz und Gewissen. Die Frauen, denen ein ruhiger Besitz und ein idyllisches Glück geworden, werden diesen Gegensatz nicht begreifen, weil sich ihnen zur schönen Harmonie verschmilzt, was bei mir feindlich auseinanderliegt. Sie werden mich als eine Abenteuerin verdammen, die, untreu dem eigenen Herzen und einem gesetzlich anbefohlenen Glück, in aller Unruhe eines stürmischen Lebens den Frieden sucht, den ihr die heimatliche Stätte des Weibes eigenster Wirkungskreis nicht zu gewähren vermochte. Doch vom sichern Ufer aus lässt sich leicht der Sturm beschwören und verachten, mit dem auf offener See das schwankende Schiff vergebens kämpft. Ich habe durchfühlt, was die Prophetenstimme eines George Sand den zukünftigen Geschlechtern verkündet, den Schmerz der Zeit, den Wehruf der Opfer, welche die Unnatur der Verhältnisse zu Tode foltert. Ich weiß es, welcher Entwürdigung eine Frau unter dem heiligen Schutz des Gesetzes und der Sitte ausgesetzt ist, wie sich diese hülfreichen Penaten des Hauses in nutzlose Vogelscheuchen verwandeln und das Recht zum Adjutanten brutaler Gewalt wird. Doch ich schreibe weder einen Roman noch eine Biografie. Unsere Ehe wurde geschieden. Aus dem allgemeinen Schiffbruche meiner höchsten und teuersten Güter und Interessen rettete ich nichts als den festen Entschluss, durch freien Blick und starken Sinn mich über das Schicksal zu stellen und durch Bildung des Geistes das Herz zu stählen und seine Unruhe gefangen zu halten durch die Ruhe des in sich selbst befriedigten Gedankens. Das war meine Absicht, als ich nach Berlin zog, angeregt von der jungen, lebendigen Wissenschaft, um in dem geistvollen Kreise ihrer Vertreter die Wunden zu vergessen, die mir das feindliche Leben schlug. Auch wollte ich mich bilden und sammeln zu literarischer Tätigkeit, die ich ja nicht aus eitlem Dilettantismus ergriff, sondern zu der mich meine Schicksale machtvoll hindrängten, weil ich in dem eigenen Erlebnis das allgemeine Los vieler Tausender erkannte und schärfer bis zur Vernichtung ausgeprägt, so dass mir die tödliche Macht unserer Verhältnisse am klarsten geworden. Berlin mit dem reichen geistigen Leben, die Stadt des Gedankens und der Intelligenz, schien mir am geeignetsten zu meinen Zwecken, zur Erfüllung meines literarischen Berufes. Ich erhielt nach Angabe meiner Verhältnisse, in denen alle gesetzlichen Bedingungen erfüllt waren
ohne Schwierigkeiten eine Aufenthaltskarte von der Polizei. Am 12. Februar 1846 war diese Aufenthaltskarte abgelaufen und ich schickte an jenem Tage zur Polizei mit der Bitte, sie zu erneuern, erhielt aber keine neue Karte, sondern die Weisung, selbst zu kommen. Da ich krank war, ließ ich mir durch meinen Arzt, Herrn Dr. Perle, ein Attest ausstellen, welches ich mit der nochmaligen Bitte um Erneuerung der Karte dem Präsidium einsandte. Mein Gesuch wurde abermals ignoriert. Einige Tage darauf erschien ein Polizeibeamter Goldhorn im Namen des Polizeirates Hofrichter, um einige Fragen an mich zu richten. Gleichzeitig teilte er mir mit, dass man meine Karte nicht verlängern wolle, weil mehrere anonyme Briefe an das Präsidium, ja an Seine Majestät den König selbst, über mich eingegangen seien, in denen ich beschuldigt wurde, die frivolsten Herrengesellschaften zu besuchen, einen Club emanzipierter Frauen gestiftet zu haben und außerdem nicht an Gott zu glauben. Dann spräche gegen mich die Widmung der Gottschall'schen Gedichte Madonna und Magdalena, in denen ähnliche Tendenzen gefeiert würden. Deren Verwerflichkeit der Rezensent in den Blättern für literarische Unterhaltung aufs Bündigste nachgewiesen. Ich suchte diesem Beamten, so gut es ging, eine bessere Ansicht über mich und mein Leben beizubringen und schrieb dann an den Polizeipräsidenten von Puttkammer selbst. In diesem Schreiben setzte ich auseinander, wie mein Glauben und Denken mein Eigentum sei und niemanden etwas angehe, wie jene anonymen Briefe nur von einem persönlichen Feinde herrühren könnten, und bat um Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis, weil meine literarische Tätigkeit, besonders das baldige Erscheinen meiner Gedichte der Wilden Rosen, mich an Berlin fesselten und meinen Aufenthalt daselbst nötig machten. Ich wies nach, dass man mir nur insofern Unsittlichkeit zum Vorwurf machen kann, als es unsittlich sei, Zigarren zu rauchen und mit wissenschaftlich gebildeten Männern umzugehen, und schloss mit der Bitte, mir zu gestatten, auch fernerhin eine Einwohnerin des sittlichen Berlins zu heißen, sowie etwaige Formfehler in meinem Schreiben zu übersehen. Aufgrund dieses Schreibens wurde ich Ende Februar auf das Präsidium vor dem Deputierten Stahlschmidt beschieden, welcher mich ersuchte, so lange im Vorzimmer zu warten, bis der Regierungsrat Lüdemann, der eigentlich mit mir zu sprechen hätte, seine anderweitigen Geschäfte beseitigt und für meine Angelegenheiten Zeit gewonnen. Inzwischen unterhielt sich Herr Stahlschmidt höchst freundlich und gemütlich scherzend mit mir, brachte die Rede auf Religion und auf Ehe und veranlasste mich durch die verschiedenen Kreuz- und Querfragen, wenn auch in scherzender Form, doch meine innerste Ansicht auszusprechen. Ich nahm deshalb keinen Anstand, mich frei zu äußern, weil ich nach der Art und Weise, wie diese Fragen getan wurden, dies Gespräch für ein durchaus privates halten musste. Nachdem unsere Konversation zu Ende war, führte mich Herr Stahlschmidt in das Zimmer des Gerichtsrats Lüdemann und überreichte diesem zu meiner größten Überraschung ein Protokoll mit den Worten: Dies ist das Glaubensbekenntnis der Madame Aston. Das Protokoll, das man während meiner Unterhaltung mit Herrn Stahlschmidt ohne mein Wissen niedergeschrieben, wurde mir nun vorgelesen. Ich war erschrocken und befangen. Eine Befangenheit, die bei einem Mann lächerlich, gewiss bei einer Frau zu entschuldigen ist, welche in die Staats- und Polizeiwissenschaft keine tiefer eingehenden Studien machen konnte und mit der Methode der preußischen Administration gänzlich unbekannt war. Aus dieser Befangenheit und Ängstlichkeit weigerte ich mich, das Protokoll zu unterzeichnen, und gab erst dem freundlichen Zureden des würdigen Herrn Lüdemann nach, der im gutmütigsten Tone mich versicherte, es tue meiner Sache keinen Schaden, wenn ich unterschreibe. Er gebe mir sein Wort darauf. Das Wort eines Regierungsrates schien mir hinlänglich Bürgschaft für die Wahrheit, denn ich wusste nicht, dass Wort halten in das Alte Testament der Staatswissenschaften gehöre und seit Machiavelli aus der höheren und niederen Politik verbannt sei. In meiner Naivität, in meinem guten Glauben unterschrieb ich das Protokoll und widerlegte schon dadurch die Anklage des Unglaubens. Inzwischen hatte ein müßiger Korrespondent der Deutschen Allgemeinen Zeitung
aus Stoffmangel meine Person und Gesinnung zu einem sozialistischen Debüt benutzt. Meinem unschuldigen Zigarrerauchen eine welthistorische Bedeutung beigelegt und aus beiläufig geäußerten Ansichten kühne Weltverbesserungspläne gemacht und ohne das Einschreiten der Polizei eine organisierte Berliner Frauenemanzipation in Aussicht gestellt. Dieser Korrespondent schien sich mehr an der Genialität seiner produktiven Fantasie, an der Kühnheit seiner Kombinationen und an den allgemeinen Schrecken, den sie verbreiteten, zu ergötzen, als an eine förmliche Denunziation zu denken, obgleich dies der einzige passende Name für seinen Korrespondenzartikel ist. Am 21. März erhielt ich wieder eine Verfügung, auf der Polizei zu erscheinen, wo mir Herr Assessor Köpping mündlich den Befehl erteilte, Berlin binnen 8 Tagen zu verlassen, weil ich Ideen äußerte und ins Leben rufen wolle, welche für die bürgerliche Ruhe und Ordnung gefährlich seien. So wurde mir von der Polizei eine Wichtigkeit beigelegt, die ich selbst mir beizulegen nie gewagt hätte, denn wie kühn müssten die Träume einer Frau sein, welche sich für eine staatsgefährliche Person hielte. Schon um jener traumhaften Selbstüberschätzung zu entgehen, wandte ich mich am 23. März an den Minister von Bodelschwing und ersuchte ihn in folgendem Schreiben zum Aufheben jenes Befehls. Hochwohlgeborener Herr, hochgebietender Herr Staatsminister. Seit dem August vorigen Jahres halte ich mich an hiesigem Orte auf und bin am 5. März des Jahres bei dem Polizeipräsidium um das Niederlassungsrecht für die Residenzstadt Berlin eingekommen, worauf mir am 21. dieses Monats auf dem hiesigen Präsidium eröffnet worden ist, dass das Niederlassungsrecht mir nicht bewilligt werden könne, dass ich vielmehr binnen 8 Tagen den Berliner Polizeidistrikt zu meiden habe, weil ich Ansichten geäußert und ins Leben rufen wolle, welche für die bürgerliche Ruhe und Ordnung gefährlich seien. Gegen die Ausführung dieser Verfügung, welche für mich höchst traurig sein würde, da ich eben im Begriff stehe, durch Herausgabe einer von mir gedichteten Liedersammlung eine literarische Laufbahn zu beginnen, welche meine und meiner Tochter Lage bedeutend zu verbessern verspricht, erlaube ich mir, Euer Exzellenz hohen Schutz untertänigst anzuflehen. Als Grund meiner Ausweisung werden die Ansichten angeführt, welche ich zu Anfang dieses Monats in einem Gespräche mit dem Deputierten Stahlschmidt über Religion und Ehe geäußert, wobei freilich von meiner Seite in keiner Art Vorsicht und Rückhalt beobachtet wurde, da ich das Gespräch für ein durchaus privates und konsequenzenlos zu halten berechtigt war. Nicht aber für einen Examen, dem man meinen Glauben und meine Überzeugung unterwerfen wollte. Dieser Glauben und diese Ansichten sind mein eigenster Besitz. Sie sind eine natürliche Folge der unglücklichen Verhältnisse, die ich durchlebte, der schmachvollen Behandlung, die ich erduldet habe, und ich kann nicht glauben, dass man bei der Gewissensfreiheit, die in Preußen jedem Untertanen gestattet wird und welche der Stolz der Nation ist, mir aus meinen Ansichten einen Vorwurf machen kann, ehe es nicht gewiss oder wenigstens wahrscheinlich geworden ist, dass diese Ansichten mich dahin führen, etwas gegen die Gesetze des Landes Verstoßendes oder für die Ruhe Gefährliches zu unternehmen. Zu dieser Annahme aber liegen gegen mich keine Gründe vor. Es sind keine Tatsachen, keine von mir begangenen Handlungen bekannt, welche dies zu beweisen geltend gemacht werden könnten. Nach den Verhandlungen, welche ich auf dem hiesigen Präsidium beiwohnen musste, scheint es mir, dass besonders 2 Umstände zu dem für mich so harten Beschluss geführt haben könnten. Nämlich erstens die an mich gerichtete Widmung 2er von Herrn R. Gottschalk verfassten Gedichte »Madonna und Magdalena«, und zweitens ein in der Deutschen Allgemeinen Zeitung abgedruckter Korrespondenzartikel, welcher auf mich gedeutet wird, sowie einige verleumderische anonyme Briefe, welche über mich an das Polizeipräsidium geschickt sind. Was jene Widmung betrifft, so kann man unmöglich daraus die Folgerung ziehen, dass ich die in jenen Gedichten enthaltenen Ansichten zu vertreten habe. Hinsichtlich der anonymen Briefe aber habe ich bereits einem höchst löblichen Polizeipräsidium die sehr trübe Quelle angegeben, aus welcher dieselben wahrscheinlich stammen.
Meine genügenden Existenzmittel habe ich nachgewiesen, so daß von dieser Seite kein Grund zu meiner Verweisung genommen werden kann. Als geborene Preußin, als Tochter eines hohen Geistlichen, im Bewusstsein meiner Schuldlosigkeit und im Vertrauen zu Euer Exzellenz Weisheit und Humanität, wende ich mich an Euer Exzellenz mit der ehrfurchtsvollen Bitte, meinen ferneren Aufenthalt in Berlin hocheigenst gestatten zu wollen. In tiefster Verehrung verharre ich Euer Exzellenz gehorsamste Luise Aston, geborene Hoche. Infolge dieses Schreibens kam mir am 24. April folgende Verfügung des Ministeriums des Innern zu. Auf die Vorstellung vom 23. vorigen Monats wird Ihnen eröffnet, dass das Ministerium die Verfügung des hiesigen königlichen Polizeipräsidii, wonach Ihnen die Erlaubnis zur Niederlassung in Berlin und zur Fortsetzung Ihres Aufenthaltes hier selbst versagt worden ist, für gerechtfertigt erachten muss, und dass es daher für diese Verfügung sein Bewenden behält. Berlin, den 24. April 1846, Ministerium des Innern, zweite Abteilung, von Manteuffel, an die separierte Aston Luise, geborene Hoche. Hier T.2764a. Da der kurze Geschäftsstil eine Auseinandersetzung der Gründe nicht zu erlauben schien und doch gerade in solcher Auseinandersetzung für zweifelhafte Fälle der einzige Trost und die einzige Beruhigung liegt, so beschloss ich, an demselben Tag den Minister um eine Audienz zu ersuchen, in der Hoffnung, wenigstens gesprächsweise die Gründe zu erfahren, welche meine Verweisung notwendig machten, um mich dann ruhiger in das Unvermeidliche zu finden. Auch täuschte mich meine Hoffnung nicht. Nur waren die Motive anderer Art, als ich erwartete. Während die Polizei als Motiv meine Ideen anführte, die der bürgerlichen Ordnung gefährlich seien, und mich verwies, damit ich nicht andere verführe und in Berlin Proselyten für meine Unsittlichkeit mache, schien der Minister aus einem ganz entgegengesetzten Beweggrund zu handeln, aus unbedingtem Wohlwollen gegen mich, aus Fürsorge für mein persönliches Wohl, für das Heil meiner Seele, kurz aus jener väterlichen Gesinnung, durch welche die preußische Regierung ihre echte Christlichkeit bezeugt und sich die kindliche Liebe und Ergebung ihrer Untertanen zu erwerben weiß. So sehr mich diese Freundlichkeit, diese Sorge für mein zeitliches und ewiges Heil rührte, so war ich doch bestürzt und verwirrt, um gleich in passenden Worten meinen Dank äußern zu können. So lässt sich mein Benehmen in dem folgenden Dialoge rechtfertigen, den ich getreu aus dem Gedächtnis nachschreibe. Minister, Sie haben sich so frivol und außergewöhnlich benommen, Madame Aston, dass ich mich wundern muss, dass Sie es wagen, wegen Ihrer Verweisung zu protestieren. Ich weiß nicht, was Euer Exzellenz frivol nennen. Minister, warum stellen Sie Ihrem Glaubensbekenntnis voran, dass Sie nicht an Gott glauben? Ich, weil ich nicht heuchle, Exzellenz. Minister, man muss Sie an einen kleineren Ort verweisen, wo Sie der Verführung nicht so ausgesetzt sind, um wahrhaft für Ihr Seelenheil zu sorgen. Ich, aber meiner schriftstellerischen Karriere wegen ist mir der Aufenthalt in Berlin wünschenswert, wo ich stets neue geistige Anregung finde. Minister, in unserem Interesse ist es keineswegs, dass Sie Ihre künftigen Schriften, die gewiss so frei wie Ihre Ansichten sind, hier verbreiten. Ich, nun, Exzellenz, wenn sich erst der preußische Staat vor einer Frau fürchtet, dann ist es weit genug mit ihm gekommen. Minister, ich bin beschäftigt. Ab. So hatte diese Unterredung für mich auch kein weiteres Resultat, außer der Erkenntnis, wie wohlmeinend man durch meine Verweisung meiner Seele den Weg zum Himmel bahnen wolle, die sie leichtsinnig verscherzt und durch eigene Kraft nicht mehr zu finden imstande sei. Meine Angelegenheit schien aus dem Gebiet der Jurisprudenz auf das der Theologie übergespielt, ein Tausch der Fakultäten, bei dem meine Sache allerdings im Himmel gewann, auf Erden aber augenscheinlich verlor. Ich konnte mich daher auch hierbei nicht beruhigen und wandte mich am 28. April als an die letzte Instanz,
an seine Majestät den König mit folgender Immediateingabe: Allerdurchlauchtigster großmächtiger König, allergnädigster König und Herr, Euer Majestät wollen diese meine untertänige Zuschrift mir allergnädigst zu Gnaden halten und einer gerechten Prüfung unterwerfen. Ich bin preußische Untertanin, Tochter des verstorbenen Konsistorialrats und Superintendenten Hoche zu Gröningen, eines Mannes, der 34 Jahre seinem König und Lande treu gedient hat. Nach einer 9-jährigen, für mich sehr unglücklichen Ehe mit dem Fabrikbesitzer Aston aus England, gegenwärtig in Burg, sah ich mich genötigt, endlich eine Scheidung von demselben durchzusetzen. Ohne Eltern, ohne irgendeinen besonderen Schutz, stehe ich jetzt seit 2 Jahren mit meiner 4-jährigen Tochter allein da, nach einem Leben in sehr glänzenden Verhältnissen, auf die allerdings zureichende, jedoch viele Einschränkungen und Entbehrungen bedingende Alimentation von Seiten meines geschiedenen Mannes angewiesen. Zur Verbesserung meiner ganzen Lage, hauptsächlich aber mir die Mittel zu einer sorgfältigen und anständigen Erziehung meines Kindes zu schaffen, habe ich meine Zeit, besonders das letzte Jahr in Berlin, damit zugebracht, mich teils durch eigene Studien, teils durch den Umgang wissenschaftlich gebildeter Leute zur Schriftstellerin heranzubilden. Beides, meine schriftstellerische Laufbahn und die Erziehung meines Kindes, lassen mich den Aufenthalt im Mittelpunkt des geistigen Verkehrs der Monarchie wünschen. Das Leben auf einem Dorfe würde mir jede geistige Anregung fernhalten, meinem Kinde die Gelegenheit einer sorgfältigen Ausbildung benehmen. Auf mein deshalb bei einem hochlöblichen Polizeipräsidium den 5. Februar des Jahres eingereichtes Niederlassungsgesuch hieselbst ward mir nicht allein eine abschlägige Antwort, sondern auch die Weisung, den Berliner Polizeidistrikt binnen 8 Tagen zu verlassen und fernerhin zu meiden. Als Gründe dieser Maßregel wurden mir Bestrebungen zur Last gelegt, welche die bürgerliche Ruhe gefährden sollten. Als Beweis dieser Bestrebungen Ansichten über Religion und Ehe, welche ich gesprächsweise, ohne Ahnung eines polizeilichen Examens, geäußert. Ferner eine Anzahl anonymer Briefe an ein hochlöbliches Polizeipräsidii, ja an Euer Majestät, meinen allergnädigsten König selbst. Wahrscheinlich auch hat man die Widmung des Gottschall'schen Gedichtes »Madonna und Magdalena« und einen verleumderischen Korrespondenzartikel der Deutschen Allgemeinen Zeitung, herrührend von einem persönlichen Feinde, zu einer Anklage gegen mich benutzt. Denn beides war meinen Polizeiakten beigeheftet. Ebenfalls kann meine Verwechslung mit einer hier in männlicher Kleidung in Restaurationen umherziehenden Engländerin mir bei einer hochlöblichen Polizeibehörde geschadet haben. In einer an seine Exzellenz den Herrn Minister von Bodelschwing gerichteten Eingabe vom 23. März dieses Jahres bat ich, eine Aufhebung des gegen mich erlassenen Dekretes gnädigst veranlassen zu wollen, indem ich als Verteidigung gegen die nur mutmaßlichen und die mir angegebenen Klagenpunkte vorstellte, dass ich keineswegs die Tendenz, mir gewidmeter Werke zu vertreten habe, dass die anonymen Briefe, welche schon als solche kein Grund einer Anklage sein können, wahrscheinlich mit dem Korrespondenzartikel aus ein und derselben Quelle persönlicher Anfeindungen geflossen seien, dass ich endlich den von mir ausgefragten Ansichten bisher in keinerlei Weise Gestalt und Verbreitung zu schaffen gesucht, es sei denn durch eine Gedichtsammlung, welche mit Genehmigung einer hochlöblichen Zensur binnen kurzem von mir publiziert werden würde, dass aber diese Ansichten der Ausdruck einer Gedankenrichtung seien, wie sie durch unglückliche Schicksale, durch ein halbes verfehltes Leben wohl erzeugt werden können, ohne darum vielleicht mehr zu sein als eine Übergangsperiode zu einer anderen, vielleicht glücklicheren Überzeugung. Als Antwort auf diese Eingabe erhielt ich am 24. April einen Bescheid des hochlöblichen Ministeriums des Innern, dass die polizeiliche Verfügung in Kraft bleibe und ich binnen 8 Tagen Berlin zu räumen habe. Ein Gesetz vom Jahre 1843 gibt jedem preußischen Untertan das Recht, sich da niederzulassen und zu wohnen, wo er die Mittel seines Unterhalts nachzuweisen imstande ist.
Nur Vergehen, welche Zuchthausstrafe nach sich ziehen, sollen dieses Recht aufheben. Ich habe einem hochlöblichen Polizeipräsidii die hinreichende Existenzmittel nachgewiesen. Von einem wirklichen Vergehen kann nicht einmal der Verdacht gegen mich vorhanden sein. Durch die gegen mich gerichtete Maßnahme der Ausweisung jedoch wird mir, da niemand an die mir nicht einmal schriftlich mitgegebenen Motive der Behörden glauben kann, ein Makel angeheftet, der nicht allein eine Schmach für meine überall geachtete und von der Gnade Ihrer Majestät mehrfach geehrte Familie sein würde, sondern auch mir, einer hülflosen, vom Schicksal oft gebeugten Frau, die unverdiente Verachtung meiner einzigen Angehörigen und welchen Wohnort ich auch immer wählen mag, meiner nächsten Umgebung zuziehen würde. Zu der hilflosen Lage, in welche mich die Kosten des Umzugs und der neuen Einrichtung versetzen müssen, kommt noch die Aussicht, in keinem größeren Orte, und zwar aus denselben Gründen, welche mich hier verstoßen, von der Polizei gelitten zu werden. Ein Mann findet sich schnell in eine neue, von seiner früheren ganz verschiedenen Lage, oder hat die Kraft, seine Verhältnisse selbst seinen Bedürfnissen gemäß zu gestalten. Einem Weibe wird das unendlich schwer. Verwaist, ausgeschlossen von allem, was mich interessiert und geistig belebt hat, keines Vergehens bewusst und doch der Verachtung preisgegeben, nach der trübsten Vergangenheit ohne Hoffnung auf meine, ja nicht einmal auf meines Kindes Zukunft, wage ich es, die Gnade Euer Majestät auf mich anzuflehen. Unterfange mich, meinen allergnädigsten König und Herrn mit der Bitte zu behelligen, seiner Weisheit und Gerechtigkeit die Gerechtigkeit meiner Sache prüfend unterwerfen zu wollen. Könnte mein ernster Wille weder durch Tat noch Wort den Verordnungen eines Magistrats und einer hochlöblichen Polizei zuwiderhandeln zu scheinen, bei Euer Majestät für mich sprechen, ich lege ihn zu Euer Majestät Füßen. In der höchsten Bedrängnis, als Weib, ohne Schutz und Zuflucht, wende ich mich vertrauensvoll an Euer Majestät und unterwerfe in Demut die Gestaltung meiner ganzen Zukunft der hohen Weisheit und allgenannten Milde meines königlichen Herrn. Ich ersterbe Euer königlichen Majestät alleruntertänigste Dienerin, Luise Aston, Berlin, den 28. April 1846. Ich habe diesen Brief, der eigentlich nur eine Wiederholung der vorangegangenen Eingaben ist, nur der Vollständigkeit wegen mitgeteilt. Der Leser sieht daraus wenigstens, dass ich keineswegs, wie der scharfsinnige Korrespondent der Deutschen Allgemeinen Zeitung bemerkt, ein so großes Verlangen danach trug, als Märtyrerin der Emanzipation aus Berlin ausgewiesen zu werden. Ob die Antworten auf Immediatsgesuche an seiner Majestät den König immer durch den Mund eines Polizeibeamten kundgetan werden, weiß ich nicht. Ich erhielt nach einiger Zeit von Seiten der Polizei den mündlichen Bescheid, dass mein Gesuch nicht berücksichtigt werden könne und ich Berlin binnen 8 Tagen zu verlassen habe. Nachdem ich so alle preußische Instanzen durchgemacht, wende ich mich an eine höhere. Ich wende mich in allerletzter Instanz an das deutsche Volk. Ende von Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meine Emanzipation, Verweisung und Rechtfertigung von Luise Aston. Teil 3. Meine Rechtfertigung. Gegen eine polizeiliche Maßregel ist eine juristische Verteidigung unmöglich, abgesehen davon, dass sie für eine Frau gänzlich unpassend wäre. Ich sehe wohl ein, dass die Schritte der Administration nicht durch Rechtsgründe motiviert werden brauchen, weil die Wohlfahrt des Staates oft ein rasches Einschreiten erfordert und jede Verzögerung, welche in dem mühsamen Aufsuchen und Anführen der gesetzlichen Gründe notwendig bedingt wären, von verderblichem Einfluss auf die Sicherheit des Ganzen sein könnten. Beamte haben mir dies deutlich zu machen gesucht, wie die Regierung zu solchem Verfahren, zu Maßregeln, zu Ausnahmegesetzen berechtigt sei. Diese Sorge für die Wohlfahrt des Staates erinnert mich,
obgleich ich ihre Notwendigkeit einsah, etwas zu sehr an den Wohlfahrtsausschuss der Französischen Revolution und seine Maßregeln, und ich sah mich erschrocken um, ob der preußische Staat sich etwa in einem solchen terroristischen Kriegszustande befände. Am wenigsten aber wollte mir einleuchten, wie diese Theorie auf meinen speziellen Fall Anwendung finden könne, da ich mir bewusst war, durchaus nichts unternommen zu haben, was der Wohlfahrt des preußischen Staates gefährlich sein könnte. Der Polizei gegenüber kann ich mich nicht rechtfertigen, weil ich ihr Maß für das, was dem preußischen Staate heilsam oder gefährlich ist, durchaus nicht kenne, weil ich als preußische Untertanin zu dem Vertrauen verpflichtet bin, dass die Maßregeln der Regierung, wenn sie auch unbegreiflich sind wie die Wege der Vorsehung, doch zu meinem Besten führen. Meine Rechtfertigung gilt hauptsächlich dem Publikum, das aus Unkenntnis jener providentiellen Fürsorge mich leicht für schuldig halten könnte, mich gegen den bestehenden Zustand der Gesellschaft verschworen und Verbrechen begangen zu haben, welche die strenge Ahndung des Gesetzes rechtfertigen und meinen guten Namen an den Pranger stellen. Sie gilt übrigens nicht allein jener Maßregel der Regierung, sondern auch den lügnerischen Korrespondenzartikeln, welche sie zum Teil hervorgerufen und meinen Namen bei der deutschen Lesewelt in Verruf gebracht haben. Der offiziell angeführte Grund meiner Verweisung sind meine Ideen, die ich teils geäußert, teils ins Leben rufen wolle. Es wird anfangs jedem befremdlich vorkommen, auf welche Weise eine Frau ihre Ideen ins Leben rufen könne, doch eine genügende Erklärung dieser Absonderlichkeit liegt in jenem Korrespondenzartikel und in der Äußerung des Polizeibeamten Goldhorn. Denn da das Zigarrerauchen wohl nicht zu den Tatsachen gehört, durch welche eine Idee ins Leben gerufen wird, und außerdem auch bloß in den Straßen der preußischen Residenzpolizei strafbar ist, so bleibt nichts übrig, als diese Worte auf die Stiftung eines emanzipierten Frauenclubs zu beziehen. Als ich zum ersten Male diesen Klagepunkt in der Deutschen Allgemeinen Zeitung las, erstaunte ich über die Abenteuerlichkeit des Gedankens und die kühne Fantasie des Korrespondenten, ohne im Entferntesten daran zu denken, dass die Berliner Polizei dieses monströse Gedankenkind adoptieren werde. Ich traute ihr eine viel zu große Kenntnis der Verhältnisse zu, um eine solche Bedlamsstiftung in Berlin für möglich zu halten. Nicht lange Zeit darauf erschien in den Hamburger Jahreszeiten ein anderer Berliner Korrespondenzartikel, der durch kühne Genremalerei die Konturen des Ersteren ausführte. Wenn jener mehr von einer großartigen Konzeption des ganzen Zeugnis ablegte, so musste in diesem die feine Detaillierung des Einzelnen Bewunderung erwecken. Die Deutsche Allgemeine Zeitung machte mich zu einer falschen Miss, welche Zigarre rauchte, einige Phrasen von der freien Liebe, welche die Welt erlösen solle, im Munde führe und mit großen Emanzipationsplanen umgehe. Die Hamburger Jahreszeiten schilderten schon die Verwirklichung dieser Pläne, die organisierte Emanzipation, die verschiedenen Getränke, mit denen sich die emanzipierten Damen in die nötige Begeisterung versetzten, die Kühnheit, mit welcher sie die Herren zum Tanz aufforderten, und schrieben mir dann eine besondere Virtuosität in jener Art des Frauentums zu. Oettingers Charivari druckte diesen Korrespondenzartikel nach. Hier haben wir bestimmte Tatsachen, die einen festen, sicheren Halt gewähren, obgleich ihre Wahrheit nicht einmal der Polizei unumstößlich genug schien, um sich mit Konsequenz auf sie zu berufen. Eine organisierte Frauenemanzipation, Orgien, Bacchanalien in der Residenz. Doch wie es eine alte Wahrheit ist, dass die Fantasie der Menschen und ihr irdisches Leben sich am besten aus der Art und Weise erkennen lassen, wie sie sich des Jenseits vorstellen, und die Indianer zum Beispiel auch dort ihre Friedenspfeife nicht vergessen, so verleugnet auch die abenteuernde Fantasie des Korrespondenten in ihren kühnen Traumbildern keineswegs seine philiströse deutsche Natur, indem er seine erträumte Frauenemanzipation etwa darstellt wie ein Sonntagsvergnügen in einer Dorfschenke. Etwas mehr Poesie hätte seine Korrespondenz durchaus nicht verunstaltet, und statt Bier und Grog hätte er uns immer Nektar und Ambrosia vorsetzen können. Da die Polizei diesen durchaus lächerlichen Artikel nicht berücksichtigte, so brauche auch ich wohl keine Verteidigungsschrift dagegen aufzusetzen,
und habe mich bloß gegen die Absicht zu verteidigen, dass man mir Schuld gibt, eine solche Frauenemanzipation zu organisieren, gefährliche Ideen ins Leben rufen zu wollen. Eine Absicht ist bekanntlich von einem fait accompli himmelweit verschieden und gehört, solange sie sich nicht in konkludenten Handlungen äußert, nur vor das Forum des Gewissens. Bei den vagen Begriffen von Frauenemanzipation würde es dem scharfsinnigsten Juristen schwerfallen, zu der Absicht, eine solche zu organisieren, die konkludente Handlung zu erkennen. Er müsste denn gerade in humoristischer Stimmung Zigarre rauchen und Bier trinken zu denselben rechnen. Dass die Damen die Herren zum Tanz auffordern, dürfte wohl kein sicheres Mittel einer beabsichtigten Emanzipation sein, weil sonst auch ein christlich-germanischer Cotillon in den Ministersalons von dieser Schuld kaum freizusprechen wäre. Und doch sind dies die einzigen, noch dazu gänzlich unbewiesenen und unwahren Tatsachen, aus denen man auf meine kühne Reformationsplane einen kühnen Schluss hätte machen können. Die Polizei hat sich übrigens gar nicht die Mühe gegeben, dergleichen konkludente Handlungen anzuführen oder zu beweisen, sondern in freier Genialität die Anklage einer beabsichtigten Emanzipation improvisiert. Wäre aber jene Tatsache hinlänglich bewiesen, wäre der Schluss aus ihnen auf eine solche Absicht hinlänglich gerechtfertigt, so bliebe noch immer die wichtige Frage übrig, ob in den Tatsachen oder in der Absicht irgendeine Rechtsverletzung liege. Dies wird die Polizei selbst leugnen und ihr Recht einzuschreiten aus der Unsittlichkeit jener Handlungen herleiten. Doch eine Torheit ist ebenso wenig Unsittlichkeit wie Rechtsverletzung. Nimmt die Polizei erst das Recht für sich in Anspruch, gegen jede Torheit einzuschreiten, so dürfte ihr Wirkungskreis sich wohl allzu hoch ausdehnen. Aus dem gänzlichen Mangel jeder bewiesenen Tatsache erhält, dass der zweite Klagepunkt, mein Wille, meine Absicht, Ideen ins Leben zu rufen, mit dem ersten zusammenfällt, mit der Anklage, gefährliche Ideen geäußert zu haben. Im Gespräch aber Ideen zu äußern, die freiesten, die willkürlichsten, wie sie die Laune des Augenblicks erzeugt, ist das unbestrittene Recht jedes Menschen. Aller Geist, aller Reichtum der Beziehungen, die ganze Bewegung der Gesellschaft hängt von diesem Rechte ab. Eine Gesetzgebung, die es aufheben wollte, würde sich der ärgsten Tyrannei schuldig machen, welche die Geschichte kennt. Im Gespräch, im Umgang und allein hier ist die zufälligste Meinung, die willkürlichste Ansicht berechtigt, sich eine ephemere Geltung zu verschaffen. Allerdings kann man auch im Gespräch ein Verbrechen begehen, sei es eine gewöhnliche Injurie oder eine Majestätsbeleidigung oder eine Gotteslästerung. Eine solche Anklage, welche von der schwankenden Willkür der Polizei mich befreien, mich auf den sicheren Boden des Rechtes führen würde, liegt gegen mich gar nicht vor. Da die gesprächsweise Äußerung der Ideen auch nicht gegen die Wohlfahrt des Staates und gegen die bürgerliche Ordnung verstoßen kann, so hat auch die Polizei, ihrem wahren Berufe nach, kein Recht, hier einzuschreiten. Hier tritt uns ein neues Prinzip entgegen. Ein Prinzip, das aus der ganzen Tiefe des wahrhaft christlichen Staates hervorgeht, das sich in früheren, unkultivierten Zeiten in der roheren Form der Inquisition offenbarte, in unserem aufgeklärten Jahrhundert aber die feinere Form der Gewissenspolizei annimmt. So hoch der christliche Staat über dem bloßen Rechtsstaat steht, so hoch steht dies Prinzip über dem Prinzip des Rechts. Das Gesetz der Liebe ist ein anderes als das Gesetz der Gerechtigkeit. Der christliche Liebesstaat macht die Gewissenspolizei notwendig, welche für das Heil der Seele sorgt, welche die Richtungen und Tendenzen der Einzelnen kontrolliert. Hier kann auch die bloße Äußerung von Ideen, insofern sie eine Abirrung vom Wege des Heils verrät, der Polizei anheimfallen und ihrer christlichen Zucht und Besserung. Meine Verweisung ist ein Zeugnis von ihrem Wirken, ist ein Werk der christlichen Gewissenspolizei. Es bleibt also meine einzige Schuld, die Äußerung gefährlicher Ideen übrig. Und es kommt nun darauf an, mich noch wegen dieser Ideen vor dem Publikum zu rechtfertigen. Als Dokument meiner Ideen hat die Polizei mein Glaubensbekenntnis in Händen, dass sie sich auf eine Weise verschafft hat, welche für ihren Eifer, für mein Seelenheil zu sorgen, das beste Zeugnis ablegt.
Für ein anderes, gewiss sehr trügliches Dokument hält die Polizei die Widmung der Gottschall'schen Gedichte »Madonna und Magdalena«. Aus dieser Widmung zu schließen, dass ich alle in diesem Buch ausgesprochenen Ideen teile, ist kühn, sehr kühn. Die Gedichte sind überdies mit preußischer Zensur erschienen, die bei der Treue und Sicherheit, mit welcher sie gehandhabt wird, gewiss nichts Ansteckendes und Verderbliches die Quarantäne passieren lässt. Auch hat die preußische Zensur gewiss mehr Intelligenz, ästhetische Bildung und poetisches Verständnis, als ein prosaisch bornierter sächsischer Rezensent in den Blättern für literarische Unterhaltung oder gar die ultramontane Münchner Jesuitenkolonie in den alleinselig machenden historisch-politischen Blättern. Was nun mein Glaubensbekenntnis anbetrifft, so ist dies das Resultat meines Lebens, meiner Schicksale und Studien. Mag es abweichen von dem gewöhnlichen Glauben der Menschen, mag es den meisten irrig und haltlos erscheinen, es ist meine feste Überzeugung, die mir einen festen Halt im Leben gibt. Keine äußere Gewalt, am wenigsten der Staatsgewalt, steht das Recht zu, dies mein innerstes Heiligtum anzutasten, solange ich für diese Ideen keine äußere Propaganda stifte. Ich glaube allerdings nicht an die Notwendigkeit und die Heiligkeit der Ehe, weil ich weiß, dass ihr Glück meistens ein erlogenes und erheucheltes ist, dass sie in ihrem Schoße alle Verwerflichkeit und Entartung verbirgt. Ich kann ein Institut nicht billigen, das mit der Anmaßung auftritt, das freie Recht der Persönlichkeit zu heiligen, ihm eine unendliche Weihe zu erteilen, während nirgends gerade das Recht mehr mit Füßen getreten und im Innersten verletzt wird. Ein Institut, das mit der höchsten Sittlichkeit prahlt, während es jeder Unsittlichkeit Tor und Tür öffnet, das einen Seelenbund sanktionieren will, während es meistens nur den Seelenhandel sanktioniert. Ich verwerfe die Ehe, weil sie zum Eigentum macht, was nimmer Eigentum sein kann, die freie Persönlichkeit, weil sie ein Recht gibt auf Liebe, auf die es kein Recht geben kann, bei der jedes Recht zum brutalen Unrecht wird. In den Instituten liegt die Unsittlichkeit, nicht in den Menschen. In den Menschen nur insofern, als ihnen Einsicht und Kraft fehlt, um bessere Verhältnisse zu schaffen. Doch in unserem Jahrhundert liegt diese Sehnsucht, dieser hoffnungsreiche Drang und Trieb nach freieren Gestaltungen, welche endlich das reine Menschliche zu seinem Rechte kommen lassen. George Sand tritt uns als die Prophetin dieser freien, schönen Zeit entgegen, indem sie die Zerrissenheit und Nichtigkeit der jetzigen Verhältnisse mit unendlicher Wahrheit schildert. Durch die ganze neuere französische Literatur geht dieser Zug des Schmerzes und der Sehnsucht, der heiligen, oft entweihten Liebe einen Tempel zu bauen. Dies ist die einzige Frauenemanzipation, an der auch meine Sehnsucht hängt. Das Recht und die Würde der Frau in freieren Verhältnissen, in einem edleren Kultus der Liebe wiederherzustellen. Sich selbst wegwerfen ist die höchste Schande, und gerade diese Schande wird durch die Ehe vor aller Welt zur Ehre gestempelt. Doch zu diesem neuen Kultus der Frauenwürde und Frauenliebe gehört vor allen Dingen eine tiefere Bildung und ein höheres Bewusstsein der Frauen selbst. Das ist die andere Seite einer vernünftigen Frauenemanzipation, wie sie meiner Seele als Ideal vorschwebt. Bildung erst gibt dem Leben und der Liebe die höhere Weihe und die innere Freiheit, ohne welche jede äußere Freiheit nur Chimäre wird. Nicht die Bildung des Konfirmandenunterrichts, nicht die Bildung der Pensionsinstitute, nein, das höhere Leben des Gedankens, wozu die Frau von der Natur ebenso befähigt und berechtigt ist als der Mann. Mag sie mehr Fantasie, mehr Gefühl haben, mag die Idee bei ihr gleich die Gestalt irgendeiner Persönlichkeit annehmen und eine ewige Menschwerdung feiern, um der Anbetung des Herzens zugänglicher zu werden. Es ist doch etwas Allgemeineres, etwas Höheres, was dann den feurigen Pulsschlag belebt. Und in der Poesie des weiblichen Herzens feiert der Gedanke des männlichen Kopfes ein fröhliches Auferstehen zu neuem, doppeltem Leben. Das Fühlen verlangt dieselbe schrankenlose Freiheit wie das Denken, um nicht durch unwürdigen Zwang entehrt zu werden. Und wie die bewussten Söhne dieses Jahrhunderts die Freiheit des Gedankens fordern, auf das nicht länger das höchste Gut der Menschen der Laune und Willkür preisgegeben sei, so müssen seine Töchter die Freiheit des Gefühls verlangen, auf dass es nicht länger verkauft werde in schnöder Sklaverei,
und den Launen verächtlicher Gebieter diene. Mögen die wenigen Glücklichen mich verlachen, die aus freier Wahl mit klarem Bewusstsein in seligem Tausch ihr Herz hingaben. Es werden Tausende sich finden, die aus tiefster Seele mir beistimmen, welche, der Macht und dem Zwang der Verhältnisse folgend, sich selbst zu ewiger, entehrender Knechtschaft verdammten oder in früher, bewusstloser Jugend verkauft, erst spät das verlorene, dahingeopferte Leben erkannten. Ja, diese sind am unglücklichsten, wenn sie kein Recht mehr haben auf ihr eigenes Selbst und nun allzu spät die heilige Ahnung der Liebe mit allen ihren Seligkeiten aufsteigt und die Anbetung eines würdigen Mannes zum Fluch wird, der die erzwungene Harmonie eines durch Gewohnheit geheiligten Kreises stört. Denn an der Würde des Mannes entzündet sich die Würde des Weibes, und weh ihr, wenn dem erwachten Bewusstsein der eigenen Hoheit und Majestät nichts übrig bleibt als ungesetzliche Empörung gegen gesetzliche Knechtschaft. Es ist hier nicht der Ort, meine Ideen auszuführen. Nur im Allgemeinen wollte ich sie andeuten, damit das Publikum sehe, wie weit sie von jener Frivolität entfernt sind. Und wie könnte ich sie anders auffassen als mit heiligem Ernst, da ich ihnen ja mein ganzes Leben zum Opfer brachte. Mein Glaubensbekenntnis ist ferner in religiöser Beziehung abweichend von dem offiziellen Glauben des Staates. Dies würde nur dann ein Verbrechen sein, wenn ich Missionare für meine Ideen in die Welt schickte oder die Thesen eines neuen Glaubens an die Kirchentüre anschlüge. Sonst ist dies Glaubensbekenntnis meines Herzens Heiligtum, und ich beging ein Verbrechen gegen mich selbst, als ich leichtsinnig der Gewissenspolizei den Zutritt dazu eröffnete. Dem Publikum aber möge genügen, dass dies Glaubensbekenntnis allerdings ein religiöses ist, wenn wir mit dem großen Theologen Schleiermacher Religion als die Form auffassen, in der sich jeder Einzelne mit dem Universum vermittelt. Ob ich dabei an einen persönlichen, lebendigen, außerweltlichen Gott glaube oder nicht, es ist ganz gleichgültig. Ich habe zwar für meinen Glauben die Autorität keines Religionsstifters anzuführen, wohl aber die Autorität aller Philosophen von Spinoza bis Hegel, mit denen ich gerne zusammen verdammt und selig werden will. Ich habe das ganze Bewusstsein der Gegenwart für mich, das mit größerer oder geringerer Klarheit über jeden Glauben hinausdrängt. Und gewiss die Überzeugung vieler meiner Richter, welche die Religion nur zu Staatszwecken dressieren. Ich nehme das Recht in Anspruch, auf meine Fasson selig zu werden, mich auf meine Art mit dem Weltall zu vermitteln, ein Recht, das den Frauen so gut zusteht wie den Männern. Eine Frau, die ihrer religiösen Privatüberzeugung wegen von den Behörden verdammt wird, hat das seltsamste Schicksal, das im 19. Jahrhundert denkbar ist. Ein tragikomisches Schicksal, das nur von einer humoristischen Laune, von einem ironischen Einfall des Weltgeistes herrühren kann. Das aber ist meine feste Überzeugung, dass gerade über die maßlose religiöse Heuchelei dieser Zeit, über kurz oder lang der Tag des Gerichtes hereinbrechen und den allgemeinen Unglauben strafen wird, der so lange mit der Maske des Glaubens kokettiert. Doch alle, welche offen und frei ihre Überzeugung aussprechen, gleichgültig gegen das Achselzucken einer in der Lüge großgezogenen Menge und gegen das Stirnrunzeln der auf der Heuchelei ruhenden Staatsgewalt, retten ihre Seele vor dem künftigen Gericht der Geschichte. Dies ist die einfache Erzählung meiner Verweisung und meiner Rechtfertigung. Ich trete nicht auf als Klägerin gegen einzelne Persönlichkeiten, die ja meist willenlose Träger sind eines höheren Willens. Ich richte meine Klage gegen den allgemeinen Geist der Reaktion, der uns mit einer zivilisierten Inquisition bedroht. Und gerade ein schlagendes Beispiel dieser Inquisition in Frack und Manschetten glaubte ich dem Publikum vorführen zu können. Ein Drama, welches den einzigen Fehler hat, dass ich selbst darin die passive Hauptrolle spiele. Ich rufe alle freien Männer auf zu meinen Advokaten. Sie werden nicht dulden, dass eine Frau so gewaltsamer Bevormundung unterworfen, dass ihre Seele polizeilich in den Himmel eskortiert wird. Auch wir sind mündig und wollen kämpfen für unsere Freiheit, für unser Recht. Die höchste Freiheit aber ist, dass wir wählen dürfen zwischen Himmel und Hölle. Ich rufe das deutsche Volk zu meinem Richter. Mag es eine Überzeugung verdammen, die es nicht teilen kann. Es wird wenigstens meine Entrüstung teilen,
über eine polizeiliche Willkür, die kein Recht der Persönlichkeit anerkennt. Dies ist das Damoklesschwert, das über dem Haupt eines jeden schwebt. Und die gleiche Furcht muss vereinen, was ungleicher Glaube trennt. Auf die Verweisung der würdigen Veteranen der Freiheit, Itzstein und Hecker, folgt die Verweisung einer Frau wie eine Posse auf ein Trauerspiel. Doch in der Posse zeigt sich oft der Zeitgeist offen in seinem ganzen Wesen, während er im Trauerspiel in verhüllter Größe einherschreitet. Dass mein Beispiel einzig in seiner Art ist, rechtfertigt meine öffentliche Rechtfertigung. Es ist eine Anekdote für den Geschichtsschreiber, doch eine jener unvergesslichen Anekdoten, deren Pointe eine historische ist, weil in sie das innerste Leben und der ganze Charakter der Zeit ausläuft. Ende von Meine Emanzipation, Verweisung und Rechtfertigung von Luise Aston.